Hallo und herzlich willkommen zum DMZ Meta Video. Wir haben etwas vorbereitet, dass wir nicht immer auf diese Videos warten müssen. Werden wir in Zukunft die Meta in Echtzeit immer anpassen. Das heißt, wir haben immer in Echtzeit Zugriff darauf, wie die Meta in der DMZ aussieht, zeige ich euch gleich. Aber ein kurzer Disclaimer vorneweg. Und zwar, Meta steht für Most Effective Tactic Available und beschreibt immer die beste Strategie, die beste Taktik, die beste Waffe, den besten Charakter, um in einer durchschnittlichen Situation am effektivsten ans Ziel zu kommen. Jetzt ist DMZ der Extraction-Looter-Shooter-Modus von Call of Duty und da geht es in der Regel nicht unbedingt darum, am effektivsten ans Ziel zu kommen. Dennoch ist es so, dass man sich das Leben mit der einen oder anderen Waffe durchaus leichter machen kann und deswegen hier die aktuelle Meta in Season 6. Fangen wir an mit dem Meta-Baum und zwar haben wir schon ewig lange die Veröffentlichung hinausgezogen. Wir arbeiten schon sehr, sehr lange an den Loadouts, hat sich immer aus verschiedenen Gründen verzogen. Aber jetzt ist es soweit, wir haben jetzt endlich mal einen Meta-Baum für die DMZ speziell in diesem Programm hier angepasst. Ich verlinke euch das ganz unten, da könnt ihr immer drauf zugreifen. Alle Waffen, die hier in dem Meta-Baum zu sehen sind, findet ihr auch im Loadout-Bereich. Das heißt, den Loadout für jede einzelne Waffe könnt ihr abrufen mit Waffenbauplan und Tuning natürlich. Bevor wir unsere 4, 5 der wichtigsten Waffen genau angucken, erstmal ganz wichtig, ganz unten ist die Broadside. Die Broadside ist momentan nicht Trash, aber ich hasse diese Waffe, deswegen meine persönliche Trash-Waffe hier, die einzige Waffe, die wirklich in den Mülleimer gehört, vor allem mit der Feuermunition. Dann haben wir Lockwood 300, die ist momentan extrem stark mit der Doppelschuss-Variante. Habe ich im letzten Video schon erklärt. Wir haben sie unter Viable, die wird nicht lange halten. Und in DMZ ist es auch nicht so simpel, mit dieser Waffe gut klarzukommen, aufgrund der hohen Anzahl von Bots. Aber sie ist extrem stark und jeder 3-Plattenträger-Spieler, der voll ausgerüstet ist, ist One-Shot mit dieser Lockwood 300. Das ist sehr, sehr stark momentan. Die Bryson 800 ist ebenfalls nur unter Viable, weil sie meine Lieblingswaffe ist im Kuschelkomplex und da extrem Fun macht und spaßig ist, aber auf anderen Maps halt null Damage macht. Und die Chimera schließlich meine Lieblingswaffe auf Gebäude 21. Auch da gibt es bessere Waffen, deswegen unter Viable, aber für mich macht die Chimera einfach mitunter am meisten Spaß und deswegen die auch nochmal unter Viable aufgeführt. Und natürlich auch keine schlechte Waffe, auf jeden Fall sagen wir mal fast Meta, aber nicht Top Meta. In der nächsten Kategorie haben wir die Contenders und das sind jetzt Waffen, die wirklich sehr, sehr gut sind, aber eben nicht die absolute Top-Meta sind. Aber jede Waffe für sich alleine hier ist auf jeden Fall absolut spielenswert und mit der kann man alles reißen in der DMZ, alles. Und wir fangen direkt an mit den 2 Scharfschützengewehren, das sind momentan die FJX und die MCPR. Momentan ganz, ganz wichtig, im Battle Royale haben wir eine andere Scharfschützenwaffe, das ist die Signal 50, die mit der extrem hohen Feuerrate sehr, sehr viel Schaden an anderen Spielern macht. In der DMZ ist aber ein höherer Schwerpunkt auf große Reichweite, natürlich auf Spielerschaden. Aber die Reichweite, Genauigkeit, Präzision und so weiter und natürlich auch hohe Schussgeschwindigkeit, das sind so die wichtigsten Punkte. Der HDMCP aber knapp die Nase vorne hat, hier noch unsere schöne Rosie, also die FJX ist nicht mehr weit hinterher, die beiden geben sich nicht mehr viel, muss man dazu sagen. Ich blende euch einmal das Tuning ein jeweils und erkläre kurz was zu den Bauteilen. Und zwar zuerst das FS-Ole-Visier. Es geht grundsätzlich bei dieser Waffe eher darum, auf Präzision, Reichweitenschaden zu gehen. Es soll möglichst wenig Dropdown geben, hier das 22 Zoll Lauf. Auch hier für Ruckstoßstabilität und Schadensreichweite, einfach weil wir hier keine Präzision reinnehmen können. Also alles ist auf Reichweite, auf Genauigkeit und auf Schaden getrimmt. Nilsound 90 Schalldämpfer und die High-Velocity-Munition natürlich auch mit dabei, um möglichst wenig Drop zu haben. So müssen wir selbst auf Großentfernung nur wenige Millimeter, wenn überhaupt, über dem Kopf zählen, um einen Headshot zu landen. Visier ist was Besonderes, hier ist das Schlage-Nachtsichtgerät, hier das Tuning dazu. Es ist einfach in der DMZ sehr, 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 sehr spannend, mit Nachtsichtgeräten zu arbeiten, weil man doch mehr die Zeit hat als im Battle Royale, auf einen Gegner aufzuschalten. So sieht das Ganze im Schießstand aus, die ADS-Zeit hier absolut in Ordnung und wenn man sich dann die Schussgeschwindigkeit anschaut, auch absolut genial. Auch sehr, sehr interessant, dass das Visier nicht so weit wegspringt, das heißt, wenn wir einen Schuss landen, können wir den zweiten hinterher setzen, ohne den Gegner aus den Augen zu verlieren, das ist auch extrem wichtig. Deswegen ganz, ganz interessant, dass wir einmal sogar auf Recoil tunen können, das hilft hier auch nochmal ein bisschen die Stabilität des Visiers zu halten. Und ja, das ist momentan die aktuelle Version von der MCPR. Schönes Teil. Ebenfalls hervorzuheben bei den Contenders ist die Lachmann, das ist die MP5, die momentan stärkste SMG im Spiel. Übrigens hart umkämpft schon durch die ESO 9, die auch sehr, sehr stark geworden ist in Season 6. Aber Lachmann hält noch die Nase vorn, gerade so. Die beiden streiten sich. Auf jeden Fall ist es grundsätzlich so, dass SMGs in der DMZ eher schwieriger sind. Man muss dann auf jeden Fall mit 2 Waffen rein, weil die Munition ruckzuck alle ist. Und ich zeige euch einmal die Version für die DMZ, die sich doch stark verändert zu der Meta-Variante im Battle Royale.
Und zwar sehen wir hier zwei Hauptunterschiede. Das erste ist erstmal das große Magazin. In Battle Royale wird eher mit dem kleineren Magazin gespielt, weil da geht es um hohe Geschwindigkeit, kurze ADS-Zeit, Geschwindigkeit, das alles. Und das ist ja nur sozusagen als Finisher gedacht, das Ganze im Battle Royale. Hier ist es aber wichtig, dass wir das große Magazin nehmen. Ihr wisst warum. Also deswegen hier die 50-Schuss-Trommel. Dann haben wir den 12-Zoll-Lauf, hier einmal das Tuning dafür. Dann haben wir das Brühen Pendulum, den Aufsatz, hier ebenfalls mit dem Tuning. Und ebenfalls noch eine Besonderheit, das Kronen Mini Pro. In der Battle Royale Variante werdet ihr fast nie ein Visier finden. Hier ist das Kronen Mini Pro drauf, hier das Tuning dazu. Und dann auch aus Standard der Lachmann TCG-10, ebenfalls hier mit dem Tuning. So sieht das Ganze an einem Schießstand aus. Ihr seht, die ADS-Zeit ist okay. Also für den MP geht es natürlich nochmal einen Hauch schneller. Aber dafür, dass wir halt so viel mit an Bord haben, ist die wirklich gut, die ADS-Zeit. Und wenn wir uns das Ganze dann im Verhalten angucken, die Waffe ist einfach hochpräzise. Das Ding ist immer noch wie ein Laser, obwohl es ein SMG ist. Es ist wirklich nice. Man sieht, wie auf Entfernung der Schaden dann drastisch nachlässt. Aber die Zielgenauigkeit ist wirklich göttlich. Also momentan immer noch die Nummer 1. Ich selber muss sagen, ich spiele sie kaum in der DMZ. Ebenfalls bei den Contenders finden wir noch die Kronen Squall. Es war lange, lange Zeit die Nummer 1 in der DMZ und im Battle Royale. Wirklich das 9 Plus Ultra. Die Tech V hat sie kurzzeitig eingelöst, ist mittlerweile auch nur ein Contender. Genau wie die Tech 56, die eine gute Meta-Waffe war, jetzt leicht zurückgefallen ist. Und damit kommen wir schon in den Top 4 praktisch. Also die normalen Meta-Waffen. Und zwar sehen wir da als erstes die M13B. Die M13B, absolut köstlich, schmöchlich, wie der eine oder andere sagen würde. Der Punkt ist folgender, die M13B wurde jetzt genervt, war lange Zeit wirklich mit die Nummer 1, nachdem die Kronen Squall ihren Platz verloren hat. Das ist eigentlich so wichtig, so die Geschichte der Meta-Waffen. Und ja, mittlerweile ist sie halt nicht mehr die 1. Aber der Punkt ist folgender, die M13B ist immer noch eine, wenn nicht sogar die beste Waffe auf super lange Distanzen, weil sie arbeitet wie ein Laser und immer noch guten Schaden hat. Das heißt, sie ist keineswegs schlecht, um Gottes Willen, sie ist immer noch eine Top-Meta-Waffe. Und entsprechend ist das noch das Standard-Meta-Bild für lange Distanzen. Wir haben den langen Lauf, haben das 14 Zoll Brühen Echolon hier mit dem Tuning. Dann haben wir den Harbinger D20, absolut Standard Schalldämpfer, ebenfalls mit dem Tuning. Dann haben wir den FTEC Ripper, auch mit dem Standard Tuning, Standard Unterlauf und das 60 Schuss Magazin, das große Magazin in Kombination mit dem Kronen Mini Pro. Hier einmal das Tuning. Diese Top-Waffe hier, also ich liebe sie immer noch, hat nichts von ihrer Schärfe eingebüßt. Wir sehen, wie sie präzise arbeitet auf große Distanzen. Ohne Probleme, ohne wegzuzucken. Es ist wirklich extrem genau, wie sie arbeitet und macht immer noch einen guten Schaden. Eine Top-Waffe nach wie vor. Die zweite Waffe ist die Meta-Waffe, ist die Kassov 762, auch eher eine absolute Meta-Waffe. Sie war ebenfalls in den ganz obersten Reihen mit dabei, ist jetzt immer noch ganz vorne mit dabei und viele Ranked-Profis werdet ihr sehen, die immer noch mit der Kassov 762 in die Schlacht ziehen. So sieht das Ganze hier aus. Hier habe ich mal das Meta-Visier draufgelassen. Normalerweise würde ich hier ein Kronen Mini Pro drauf machen, aber wir haben hier das SZ-Nachladetx hier mit dem Tuning. Also das ist wirklich das beliebte Visier auf der Kastorf. Dann haben wir den langen Lauf, Kast 10 hier einmal mit dem Tuning. Auch hier merkt ihr wieder alles auf Präzision, Reichweite und Schaden getrimmt. Das Salon 5, absolute Standard-Schalldämpfer hier mit dem Tuning. Und das FTEC Ripper Hand und der Unterlauf ebenfalls mit dem Standard-Tuning, Standard-Unterlauf. Und das große Magazin, 40 Schuss, das größte, was es gibt. Hier einmal in der Magma-Variante, sieht übrigens sehr, sehr geil aus. So sieht das Ganze dann aus, eine wirklich schöne Long-Range-Waffe. Das Ding ist, der Unterschied von der Kastorf zur M13B, sie hat einfach mehr Durchschlag. Wir sehen, wie schnell die Ziele durchgehen. Das Problem bei der Kastorf ist so ein bisschen, dass sie etwas schwerer zu handeln ist als die M13B. Das sieht jetzt hier auf dem Schießstand vielleicht nicht so schwer aus, aber wenn ihr mehr mit der Waffe spielt und sie im Vergleich habt, werdet ihr merken, sie schießt langsamer und sie ist etwas schwerer zu kontrollieren und deswegen ja, spielen eher die Profis, sage ich mal, lieber die Kastorf 762 und sagen wir mal, normale Spieler bevorzugen dann eher die M13B. Aber beides Waffen auf einer Höhe, definitiv. Und die dritte Meta-Waffe ist die FR Avenger. Und der Unterschied hier zu den anderen beiden ist, dass die FR Avenger auf lange Distanzen dann nicht mehr viel auszurichten hat. Das Recoil-Verhalten ist einfach zu schlecht. Aber auf mittlere bis kurze Distanzen ist die FR Avenger wahrscheinlich momentan sogar die Nummer 1 überhaupt. Sehr, sehr hohe Feuerrate, sehr, sehr viel Schaden und sehr hohe Genauigkeit auf kurze bis mittlere Distanzen. So sieht das Schmuckstück dann aus. Wir haben hier wieder den langen Lauf, wie immer. Und zwar hier mit dem Tuning. Dann haben wir den schweren Komodo. Ebenfalls mit dem Tuning, dann den FX Pineapple, hier einmal das Tuning, seht ihr beides? Ja, ist beides gut zu sehen. Dann das große Magazin, das Schussmagazin und das Kronen Mini Pro wieder hier mit dem Tuning. Auf dem Schießstand sehen wir einen sehr guten Vergleich, was die Feuerrate angeht und ihr seht, das Ding dreht sich durch.
Also es hat eine so hohe Feuerrate jetzt auf Höhe des Sachsen. Seht ihr, wie das Visier mehr durch die Gegend wackelt. Nicht so ganz genau, schieß es mal rechts neben die Figur. Dann seht ihr das leichte Wackeln des Visiers auf diese Stunts schon. Und deswegen die perfekte Distanz einfach auf mittlere bis kurze Distanzen. Und da die wahrscheinlich absolute Nummer 1 momentan in dieser Range. Bevor wir zur absoluten Nummer 1 kommen, der TR-76 momentan, die Meta tatsächlich dominiert hat, direkt bei Release, ist sie nach oben geschossen und ist momentan das Sturmgewehr. Wem das Video gefällt, lasst gerne ein Like da, es hilft uns wirklich extrem sehr. Über ein Abo würden wir uns natürlich auch sehr, sehr freuen. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Außerdem möchte ich noch ganz schnell eine grundsätzliche Frage beantworten. Einige der Waffen sind mit Schalldämpfer und einige ohne Schalldämpfer. Ich bin mir sicher, dass diese Frage in den Kommentaren auftauchen könnte. Und zwar ist das so, dass ein Schalldämpfer in der DMZ ja dafür sorgt eigentlich, dass weniger Verstärkungseinheiten nachkommen. So stand es in einem der Patchnotes drin. In der Praxis ist es aber so, dass ein Schalldämpfer augenscheinlich nicht so einen riesen Unterschied macht. Deswegen konzentriert sich hier der Waffenbauplan jeweils danach, wie die Waffe am besten zu handeln ist. Und wenn der Unterschied zwischen Schalldämpfer und Nichtschalldämpfer minimal ist, dann wird der Schalldämpfer in der Regel auf jeden Fall bevorzugt, weil er einen Vorteil hat gegenüber den Bots und gegenüber anderen Spielern natürlich. Ist ein Unterschied aber groß, wie zum Beispiel bei der TR-76, dann wird der Schalldämpfer weggelassen und es wird komplett darauf verzichten zugunsten des Waffenhandlings. Und wir kommen zu der aktuellen Variante der TR-76. Schönes Teil, wieder der lange Lauf. Einmal mit dem Tuning hier, dann haben wir die Mündung. Achtung, dazu sage ich gleich was. Hier haben wir das TYLR8, einmal mit dem Tuning. Dann einmal wieder der FTEC Ripper, wieder mit dem Standard-Tuning, Standard-Unterlauf und das größte Magazin, das ist hier das 45-Schuss-Magazin in Kombination mit dem Kronen Mini Pro und auch hier dazu das Tuning. So, Achtung, jetzt mal ganz kurz aufpassen, was die Mündung angeht, das ist jetzt nämlich besonders wichtig. Und zwar nicht 1:1 Mündungen zu übernehmen, sondern selber nachzudenken, was für einen das Beste ist. Bei uns ist jetzt das TYLR8 drauf. Warum? Weil es die maximale horizontale Rückstoßkontrolle liefert. Das bedeutet, dass das Rechts-Links-Verschieben der Waffe, das Verziehen, minimalisiert wird. Dafür der Rückstoß nach oben stärker ist. Ich selber spiele am PC mit Maustastatur und da ist es so, dass es für mich ein leichtes ist, die Waffe nach unten zu korrigieren. Eine Rechts-Links-Korrektur schafft man aber am PC viel, viel schwerer bis gar nicht. Im Gegensatz dazu haben wir hier das Tempus GH50 und das Tempus GH50 sorgt dafür, dass die horizontale Ablenkung, also nein, die vertikale Ablenkung nach oben minimal ist, was wiederum einem Controller-Spieler an der Konsole oder auch am PC sehr entgegenkommt, weil eben dieser Recoil nach oben relativ schwer zu kontrollieren ist, während das Auto-Aim, also der Auto-Aim-Assist, eher dafür sorgt, der Aim-Assist dafür sorgt, dass eben diese Rechts-Links-Schwankungen besser ausgeglichen werden und deswegen ist zum Beispiel für einen Controller-Spieler das Tempus GH50 viel, viel vorteilhafter. Schlussendlich ist es so, dass sich deswegen in der Meta eigentlich der SA-Leveler 55 durchgesetzt hat. Also wenn ihr eine Meta-Waffe seht von dieser TR-76 im Battle Royale, werdet ihr sehr, sehr oft den SA-Leveler als besten Aufsatz sehen. Warum? Weil er das Beste aus beiden Welten vereinigt. Das heißt, er hat sozusagen die beste vertikale und beste horizontale Rückschusskontrolle insgesamt. Das heißt, wenn man beide Rückschusskontrollen sozusagen addiert, hat man die größte Reduktion und den größten Vorteil daraus. Deswegen muss sich jeder überlegen, ist das SA-Leveler 55 vielleicht sogar der beste Aufsatz, um insgesamt ein besseres Waffenhandling zu haben? Kommt man sehr gut klar mit der horizontalen oder vertikalen Kontrolle, dann kann man eher eines dieser beiden hier, das Tempus GH50 oder das TYLR8 bevorzugen. Um den Unterschied jetzt mal deutlich zu machen, hier einmal das TYLR8 im freien Schuss. Und dieselbe Waffe mit demselben Tuning, aber dem Tempusaufsatz. Ich denke, hier kann man relativ gut erkennen, was damit gemeint ist. Einmal diese kerzengerade Linie auf der linken Seite, die nach oben geht und mit Maus, Keyboard relativ gut kompensiert werden kann, dass es auf dem Punkt bleibt. Während auf der rechten Seite viel weniger Recoil nach oben zu sehen ist, dafür viel mehr Rechts-Links-Ausschläge. Das ist natürlich auf eine relativ kurze Distanz. Ihr könnt euch vorstellen, auf größeren Distanzen wird das viel, 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 viel mehr werden. Und sowas wird durch einen Controller und Aim Assist viel, viel besser kontrolliert. Also rechte Seite sozusagen eher der Controller-Aufsatz
und die linke Seite eher für Maus-Keyboard. Jetzt könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass der SA-Leveler, also der Meta-Aufsatz sozusagen, genau in der Mitte ist zwischen diesen beiden Patterns. Ich hoffe, das Video hat euch etwas geholfen und denkt immer daran, die beste Meta ist immer die Meta, mit der ihr euch am wohlsten fühlt und nicht, was andere euch sagen. Also probiert selber viel aus. In dem Sinne, ich sage hasta luego und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.